Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sollen den Unity-Kontaktperson treffen, aber ich habe den nicht gefunden. Von daher nehme ich mal an, das wird alles in Ordnung sein. Aber ich glaube, ich habe es hingekriegt. Die Mausprobleme, dass es immer so gezuckt hat oder so irgendwas zum ungünstigsten Moment, dass das nicht mehr der Fall ist. Ich hoffe, dass es auch so ist. Wir werden es in der Folge sehen. Aber ich glaube, ich habe es hingekriegt. Es lag an der Abfangrate der Maus oder irgend sowas. Wo ist das Mädchen? Ich weiß nicht. Wozu bist du eigentlich zu gebrauchen? Okay. Ja? Ah ne, es hat schon wieder gezuckt. Anscheinend habe ich mich doch vertan gehabt. Alles klar. Wir sind jedenfalls jetzt mal hier. Dann schauen wir uns mal hier oben ein wenig genauer um. Aha, da ist eine Wache. Und da hinten ist nix. Nein, da ist nix. Kommst du von... Ah, war vielleicht ein Fehler. Was ist mit den zwei Wachen hier? Genau. Vielleicht war das ein Fehler, den umzubringen. Andererseits... Ah. Das sieht uns ja, wenn wir hier rausgehen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Er hat immer so eine große Klappe. Hey, das erinnert mich an eine lustige Geschichte. Damals in Korea, als dieser Typ zu uns verlegt wurde. Grün wie die Tropen. Also ich meine, der war noch nie vorher von zu Hause weg. Wir hatten auch solche Typen. Die haben es nie lang geschafft. Naja, der Typ wusste nicht, was für ein Würstchen er war. Er hat ein Maul wie ein Großer. Immer großes Gehabe und auf der Suche nach Kämpfen. Und dürr wie ein verhungertes Huhn. Eines Tages gerieten wir unter Beschuss und dieser große Stein landete auf seinem Marinehelm. Tja, das nahm er persönlich. Stand auf und schrie und polterte. Der Leutnant brüllte ihn an, er solle liegen bleiben. Er aber war völlig aus dem Häuschen. Dachte wohl, er könne die gesamte nordkoreanische Armee zur Aufgabe brüllen. Ich nehme an, du hast deinen Mut bewundert. Dämlichkeit wäre treffender. Egal, er machte weiter und weiter. Und der Leutnant sagte mir, ich solle den Idioten von den Füßen holen, da er den Mörser an unserer Position verriet. Also bin ich zu ihm rübergekrabbelt und schrie ihn an, er solle damit aufhören. Daraufhin brüllt er mich an. Ich sah ein feiges Huhn und habe Angst und so. Ich hoffe, dafür hat er ein paar kassiert. Ich war kurz davor, als plötzlich dieses Geschoss ankam und seinen Unterkiefer sauber vom restlichen Kopf trennte. Jesus! Er starrte mich an und ich starrte ihn an. Und plötzlich musste ich lachen. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Ich wurde richtig durchgeschüttelt. Natürlich kam er dann auf den Gedanken, sich besser wieder hinzukauern. Aber jetzt blutete er aus allen Löchern und machte so jämmerliche Geräusche. Wieso musstest du lachen? Weil es einfach perfekt war. Er hat immer gern die Klappe aufgerissen. Aber als sie ihm dann weggerissen wurde, war er nicht gerade begeistert. Es war völlig irreal. Was passierte mit ihm? Oh, er krächzte. Das ist eine schreckliche Geschichte. Aber sie hat eine gute Moral. Ja, das hat sie wohl. Ich sollte Hansen diese Geschichte erzählen. Ich glaube nicht, dass er dich versteht. Typen wie der erkennen nicht, was sie für Trottel sind. Ja, okay. So, das Fahrt war ja. Ah. Und das war nur ihr, die wo die Geschichte erzählt habt, ha? Zu nah an der Kamera dran. Ja, wir werden es gleich. Wo? Ach, da drüben ist auch noch mal einer. Ach du Scheiße. Ja, wimmelt's ja von Gegnern. Könnte mich natürlich versuchen, auch einfach. Vorbeizuschleichen. Ja, ist wahrscheinlich geschickter. Nehmen wir an, die Kamera
hat den einen gesehen. Und es war's dann. Und das ist natürlich nicht so gut. Okay, schauen wir mal, ob wir einfach vielleicht so vorbeikommen. Ah. Hast du nicht mal für die böse Allianz gearbeitet? Ja, circa eine Woche. Da Jungs, ist Motorrad, okay. Hast du jemals dieses Sprichwort über die Banalität des Bösen gehört? Über den Holocaust, ja. Nun, das passt definitiv zur bösen Allianz. Diese Leute da sind ein Haufen Idioten mit riesigen Berechtigungsproblemen. Die glauben tatsächlich, die Welt schulde ihnen was. Das ist in dem Geschäftsbereich ziemlich verbreitet. Kein Witz. Ich meine, ich kann schon verstehen, wenn man keinen legalen Job haben möchte. Aber man sollte wenigstens stolz drauf sein können. Einige von denen sind so selbstgerecht, so von wegen, ist schon okay, wenn man böse ist, weil das Leben so hart ist. Zur Hölle mit sowas. Arrangier dich, sei ein Mann. Ich habe immer nur Gutes über die böse Allianz gehört. Ich kenne eine Menge Leute, die glauben, sie seien diese großartige kleine Organisation. Ja, aus irgendwelchen Gründen haben sie diesen unerschütterlichen Glauben an die kriminelle Industrie. Aber wie man sieht, nehmen die Medien sie überhaupt nicht ernst. Darüber habe ich nie nachgedacht, aber du hast recht. Der Typ, der die leitet, ist ein totaler Trottel. Er ist der hinterhältigste, zwielichtigste kleine Bastard, den ich je kennengelernt habe. An einem Tag ist er Anti-Amerikaner, am nächsten Tag liebt er Amerika und hasst Deutschland. Hört sich nach einem echten Kasper an. Das Traurige an der Sache ist nur, dass diese Idioten nie kapieren, wie unzulänglich sie sind. Das ist schon fast ironisch. Sie verwirren einen, weil sie dumm sind, aber sie sind zu dumm, um es zu verstehen. Und das macht sie noch verwirrender. Ich find's nicht schlimm, dass sie dumm sind. Ich toleriere dumme Leute. Ich kann nur dumme, arrogante Leute nicht ausstehen. Oh ja, und was machst du dagegen? Ach, man verschafft sich halt immer mal wieder Luft, verstehst du? Ich denke schon. So, ich sollte besser wieder zurückgehen. Bis dann. Stirb. Ja, toll. Der hat nicht geklappt. Ich sollte besser wieder zurückgehen. Bis dann. Aber... So. Jetzt haben wir die zwei hier. Damit ist der Weg zum Motorrad frei. Ich würde mich aber trotzdem auch ganz hier umschauen. Und wenn ich hier auch alle... Genau. Ich will einfach wissen, gibt es hier noch irgendetwas? Aber das sieht nicht danach aus, ehrlich gesagt. Nee, da scheint es tatsächlich nichts mehr zu geben. Okay, in dem Fall. Runter mit uns. Nehmen wir auch. Und jetzt müssen wir wohl... Und jetzt müssen wir wohl aufs Motorrad gehen und dann, losbrettern. Was das Zeug hält. Mit einer ziemlich heftigen, üblen Steuerung. Ja, aber es gefällt mir nicht. Die hat zu viel, wir haben zu viel Ding abgekriegt. Wir müssen erstmal hier ein paar... Gegner hier erledigen, hätte ich gesagt. Dann schauen wir noch, ob es da irgendwas gibt. Ha! Dachte ich mir doch. Frank, boah, ist das cool. Habe gehört, dass der Chef von der Heiligen Bösen so ein bisschen bescheuert ist. Was wollen die denn zahlen? Ich würde auch nach einem Firmenwagen fragen. Morden. Alles klar. Und ich schätze mal, jetzt sollten wir wohl mit dem Motorrad von dann sehen. So war das eigentlich jetzt nicht gedacht. Okay, ich muss also quasi auch von so hier reingehen. Sonst ist das Motorrad in der falschen Richtung.
Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin ja gerade eben andersrum aufgestiegen und dann war es in der falschen Richtung. So. Okay. Motorradhammer. Das Hammer. Dann können wir wohl hier weiterfahren. Die Frage ist nur, wohin jetzt genau? Das hat wieder viel gekostet. Aber es gibt einen Anzug, das ist gut. Es gibt ein Harm-Memo von Sicherheitsoffizier Granston, von Assistent des Vorstandsmitglieds Volkov. Dr. Schenkers Produktivität ist sehr enttäuschend. Wenn der liebe Doktor nicht kooperieren möchte, könnte es sein, dass das Vorstandsmitglied gezwungen ist, ein Motivationsritual zu demonstrieren. Das wird dann Sie und Dr. Schenker betreffen. So, dann machen wir mal hier auf. Und weiter geht die rasante Fahrt auf den ziemlich schlecht zu steuernden Motorrad. Ja, ist das echt schlecht zu steuern. Einfach so vorbeifahren ist aber auch anscheinend nicht. Wir kriegen viel zu viel ab hier. Ja, ich lade gleich nochmal neu, aber ich kann ja gleich mal schauen, ob es hier hinten noch irgendwo irgendwas gibt. Boah, kriegt man hier viel ab. Also einfach nur vorbeiheizen ist auch ein bisschen scheiße hier. Da kommen auf jeden Fall noch Gegner wieder. Und es scheint nicht wirklich was zu geben. Okay. So, laden. Ah, das ist schwierig. Und vom Motorrad aus können wir nicht schießen, ja genau. Und hätte ich das geahnt, hätte ich vielleicht doch lieber das Scharfschützengewehr, was wir da hatten, der Hampton, glaube ich, hieß das, mitgenommen. Ich glaube, damit wäre man dann besser gefahren gewesen. Einfach die Gegner schnell von der Ferne ausschalten. Versuchen wir mal, ob wir hier... Bleib, wo du bist! Ja, okay, das ging. Wenn es nur ein Gegner ist, das geht. Da kann man einfach schnell drauf fahren. Aber bei mehreren Gegnern wird es dann schon etwas schwieriger. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Da war doch gerade ein Päckchen gekommen. Okay. Wo waren wir? Hier waren wir. Oh, das ging ja jetzt einwandfrei hier. Und den anderen können wir versuchen, ob er den wieder... Ah ne, das sind auch wieder zwei hier. Ja, ich weiß, ich muss gleich wieder absteigen. Das funktioniert ja wirklich einwandfrei. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Trotzdem wünschte ich mir, die Steuerung vom Motorrad wäre ein bisschen feinfühliger und wow. Kommt die jetzt noch mit Hubschraubern?
Wow. Okay, in dem Fall. Geht der Weg. Da muss irgendwo. Okay, da muss irgendwo wahrscheinlich da oben ein Ding sein. Ein Hebel sein. Wow. Okay. Aber es gibt eine schöne Waffe, mit der wir da auch den Hubschrauber da ausschalten können. Frag ist nur, ich versuche mal was anderes. Können wir uns vielleicht irgendwie da hinschleichen? Okay, nicht wirklich. Nicht so wirklich. Hat nicht getroffen. Okay. Welches ist denn die Waffe? Oder haben wir da nur tatsächlich nur Scheiße? Da haben wir anscheinend tatsächlich nur bestimmte Dinger drauf. Und da muss da jeder Treffer sitzen wahrscheinlich. Bist du gerade runtergefallen? Wurdest du gerade von deinen Kollegen abgeschossen? Okay, speichern. Verdammt. Ja, der hat gesessen. Die aber wieder nicht. Und ich hätte eigentlich den Hubschrauber ganz gerne erledigt gehabt. Damit er uns da. Drei Schuss. Und er verzieht sich. Okay, dann probieren wir es nochmal. Probieren wir es mal mit 4 Schuss dann. Ne, 3 Schuss. Und 2 hatten nur Treffer, waren nur Treffer, glaube ich, gerade. So. Ja, der war wieder vorbei. Aber immerhin. Verschiebt sich nur. Verdammt. Okay, aber auch das funktioniert. Uff. Gut. Müsste jetzt nicht hier das Ding aufgehen? Oh. Okay, ich gedacht, das Ding hier musste aufgehen. Aber irgendwie passiert da nichts. Ah, nee, hier ist was passiert. Ah, und da brauchen wir den Codeknacker.
Ich verstehe. Deswegen gab's den da oben auch. Und jetzt geht das Ding auf. Alles klar. Sehr schön. Du kommst wieder mit und wir fahren da rein. Das müsste dann die geheime Stahlzentrale von Arm sein. Das geheime Labor. Missionsziel aktualisiert. Rettungsversuch, Szene 3. Pass auf, oben geht irgendwas vor sich. Was denn? Ein Spion. Woher weißt du das? Das hat man mir erzählt. Einen Spion, der versucht hier reinzukommen, möchte ich gerne sehen. Naja, halte dich einfach bereit für den Fall, dass es doch einer geschafft hat. Alles klar, Sicherheitsbüro finden oder Alarm ausschalten und findet Dr. Schenker. Alles klar. Ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe mal, dass wir einen Schenker rauskriegen, dass wir ihn diesmal tatsächlich retten können und nicht so wie beim letzten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.